Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu irgendwas. Und ja, wir kämpfen jetzt mit unserem Hexenmeister, weil ich kein Hexenmeister-Deck habe. Nehmen wir einfach mal das Standard-Deck, außerdem kenne ich mich eben im Hexenmeister nicht aus und das wird eh ein Fail. Aber wir können ja mal schauen, wie gut das Standard-Deck ist. Weil wir müssen ja noch einen Sieg machen, um die eine Quest zu erledigen und noch zwei Siege mit dem Hexenmeister. Wenn wir diese zwei Sachen erfüllt haben, besser gesagt drei Sachen, weil es sind ja zwei Siege, wenn man es genau nimmt. Wenn wir das erfüllt haben, dann haben wir. Die unterbrechen mich jedes Mal, merkt ihr das? Dann haben wir genug Geld für Maixna. Nee, nicht Maixna, was sage ich denn da? Naxxramas, das nächste Viertel. Okay. Okay. That's not a good situation where I am. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht mein Headset zu rechts biegen. Ja, biegen. Es ist so gelenkig. Das Deck ist nicht unbedingt gut, wenn ich das so behaupten darf. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir das hier spielen. Verzweiflungstat. Hab mich gerade gewundert, warum der was gezogen hat, aber das lag ja daran, dass er diesen Beutehamsterer hatte. So, den können wir ja ganz einfach loswerden, indem wir Zauber. War der gerade schief, die Karte, als ich es aufs Feld legen wollte? Ach, keine Ahnung. Ich hab mich mit der Wa. Was? Gott, nein. Mein schöner Plan. Ach, na toll. Ich habe mich mit Mana vertan. Was hast du vor, mein Lieber? Ja, okay, jetzt ist er eh tot. Blöd, blöd. Ich hätte nicht erwartet, dass ich mich wirklich mit Mana vertue. Jetzt. Jetzt. Pieks. Ich habe keine Ahnung. Aber hey, in der nächsten Runde können wir irgendwas spielen. Dann spielen wir den Icewind Yeti, glaube ich. Icewind Yeti oder Ogre Magier. Icewind Yeti. Ganz eindeutig Icewind Yeti. Oh Mann. Oder die hier. Die hier. Weil mit 2 Mana können wir eh nichts anfangen. Und wir brauchen Heilung, weil wir sind vom Leben nicht gerade sehr gut. Möchte ich so angemerkt haben. Okay. Beide Diener oder selber? Beide Diener. Okay. Na, stimmt, der kann ja jetzt noch 9 beschwören. Succubus ist immer so verlockend, aber ich will die Karte nicht abwerfen. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Ich glaube, so wäre es am besten. Und ich werde nicht Adalas machen. Weil sonst, ja. Ich will nicht unbedingt unter 20 Leben fallen, sagen wir so. Okay, das ist gut. Jetzt hat er seine 2 Hammer des Zorns aufgebraucht. Jetzt kann mein Kriegsgolem durch viel weniger Sachen getötet werden. Der geht jetzt direkt auf mich. Was ein Arsch.
So, Kriegsgolem. Heilen. Töten. Was? Ich hab das Geheimnis übersehen, ich hätte es andersrum machen sollen. Das war ein Fehler. Scheiße. Oh Mann. Dabei ist es gar nicht mal so spät. Ich muss danach noch Thinking with Time Machines aufnehmen. Ich glaube danach schaue ich mal ein paar YouTube-Videos und nehme mal Thinking with Time Machine weiter auf. Da hat ja auch irgendwie niemand gesagt, ob er jetzt Hintergrundmusik haben will oder nicht. Ich hätte ja auch diese tolle Hearthstone-Hintergrundmusik machen können. Wäre natürlich super. Weil es ja auch so viel miteinander zu tun hat. Eigentlich kann ich eine zufällige Karte abwerfen, beide sind sinnlos. Ja. So. Der hat ja noch zwei... Wie heißt der überhaupt? FAQ. Ah, sehr interessanter Name. Der hat ja noch zweimal Segen der Könige. Das ist ja übel. Es würde eigentlich passen, wenn man dem... wie heißt der? Ritter von Sturmwind noch einen Segen der Könige macht, weil dann würde er sagen, für den König und noch einen Segen von den Königen bekommen. Das ist ja voll cool. Für mich. Für alle anderen wahrscheinlich eher nicht. Ich habe keine andere Wahl. Ich bin eh tot. Aber eigentlich hätten wir den Fehler, also hätte ich den Fehler mit dem Ogre nicht gemacht, dann hätte ich vielleicht noch eine Chance gehabt. Vielleicht. Ganz, ganz vielleicht. Mit einem großen vielleicht. Ein vielleicht mit einem großen vielleicht. Super. You serious? Melde mich zum Dienst. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Knapp. Sehr, sehr knapp. Also werden wahrscheinlich dann so machen und so. In der nächsten Runde kommt unser Yeti. Yay. Hat der Segen der Könige nicht drin oder hat er genauso viel Pech wie ich damals? Die Tore sind geöffnet. Also, ich werde diese Runde garantiert noch gewinnen. Meine Chancen stehen sehr, sehr hoch. Ich habe jetzt die Ultrakarte gezogen. Damit werde ich alles reißen. Oh Gott, ich kann ja auch tabben. Meine Güte. Einen schönen Samstag. Ja, müsste Samstag sein, wenn diese Folge rauskommt. Euch noch. Und auf Wiedersehen. Euer Versager Ron.